quote sometimes is that Instagram's focus on community and profit. The first day we had 25,000 people sign up, and then it just started. It just like, it never stopped. In einer Welt, in der das Teilen von Fotos und Momenten online allgegenwärtig ist, gibt es eine App, die alles verändert hat. Eine App, die unser Leben und unsere Interaktionen mit anderen Menschen auf eine Art und Weise revolutioniert hat, die wir uns vorher nicht einmal vorstellen konnten. Eine App, die zu einem Synonym für soziale Medien und zur ultimativen Plattform für die kreative Selbstdarstellung geworden ist. Instagram. Aber wie ist Instagram entstanden? Wer waren die Visionäre? Wie hat sich diese Idee entwickelt und was hat sie zum Erfolg geführt? In dieser Geschichte geht es um den unglaublichen Werdegang von Instagram. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zum Durchbruch als eine der größten und einflussreichsten Apps unserer Zeit. Es ist eine Geschichte voller Entdeckungen, Kreativität und unerschütterlichem Glauben an die Vision, die alles verändern würde. Dabei werden wir in diesem Video aber auch auf die Schattenseiten dieser App eingehen. Also, dranbleiben lohnt sich. Die Geschichte von Instagram ist eine Geschichte von Chancen und Entscheidungen. Es beginnt und endet mit einem Mann, Mark Zuckerberg. In der Anfangszeit von Facebook, als die Plattform nur in einigen ausgewählten Universitäten verfügbar war, bot Zuckerberg einem jungen Mann namens Kevin Systrom einen Job an, um eine Fotofunktion für Facebook-Websites zu erstellen. Kevin war geschmeichelt, lehnte das Angebot aber ab, nachdem ihn ein Mentor davon überzeugt hatte, dass Facebook nur eine vorübergehende Modeerscheinung sei, die nicht lange anhalten würde. Anstatt für Facebook zu arbeiten, entschied sich Systrom, eine seiner Leidenschaften zu verfolgen und ging nach Italien, um Fotografie zu studieren. Dort lernte er viel, was später eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Instagram spielen würde. Nach seiner Rückkehr nach San Francisco erhielt Systrom ein Praktikum bei einem Technologieunternehmen namens Odeo, das später zu Twitter wurde. Während seines Praktikums freundete er sich mit Jack Dorsey, dem Gründer von Twitter, an, der ihm sagte, dass Twitter großartig werden würde. Aber Systrom erkannte das Potenzial nicht wirklich und verließ das Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er jedoch noch nicht erkannt, dass er zwei Chancen verpasst hatte, Teil von riesigen Social-Media-Unternehmen wie Facebook und Twitter zu werden. Was auch bedeutete, dass er zwei Chancen verpasst hatte, reich zu werden. Doch Systrom war entschlossen, sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Er begann, mobile Apps zu entwickeln und innerhalb eines Jahres hatte er eine App namens Bourbon erstellt, die nach dem Whisky benannt war, den er gerne trank. Die App war eine Art Check-in-App, mit der Menschen Bilder von Orten posten konnten, die sie besucht hatten und virtuelle Preise erhielten, je öfter sie ausgingen. Doch der Name war irreführend und die App war eine bizarre Mischung aus verschiedenen Funktionen mit einem unattraktiven braunen und roten Design und einer mobilen Website, die nicht einmal gut funktionierte. Trotzdem konnte Kevin auf einer Party, auf der sich viele wohlhabende Investoren trafen, einen von ihnen überzeugen, $50,000 in seine neue App zu investieren. Ein weiteres Investmentunternehmen erfuhr davon und beschloss, $250,000 zu investieren, was dazu führte, dass der ursprüngliche Investor seinen Anteil ebenfalls auf $250,000 erhöhte. Plötzlich hatte Kevins brandneues Unternehmen eine $500,000 Investitionen. Aber das war nicht genug. Denn Bourbon hatte nur etwa 100 Nutzer und kämpfte wirklich damit zu wachsen. Also beschloss Kevin, mit den aktiven Nutzern zu sprechen, um herauszufinden, was ihnen am meisten an der App gefiel. Es stellte sich heraus, dass die meisten von ihnen sich nicht wirklich um die Check-in-Funktionen oder virtuellen Preise kümmerten, sondern die Funktion zum Teilen von Fotos liebten. Kevin stand vor einer entscheidenden Frage. Was war das eigentliche Problem, das Bourbon lösen sollte? Andere Foto-Apps gab es bereits, aber keine bot eine wirklich gute Lösung, um großartige Fotos an viele Freunde gleichzeitig zu posten. Also beschloss Kevin, Bourbon komplett umzubauen und sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, die sie wirklich gut machen konnten. Fotos.
Sein Mitbegründer Mike Krieger, den Kevin noch von der Stanford University kannte, war nervös, da er gerade erst angefangen hatte und nun alles komplett geändert werden sollte. Doch Kevin blieb unnachgiebig und sie benannten ihre App in Instagram um. Eine Kombination aus den Wörtern Instant und Telegram. Als sie dann den ersten Prototyp ihrer Foto-App erstellt hatten, zeigte Kevin ihn stolz seiner Freundin. Doch sie war skeptisch und meinte, dass ihre Fotos nicht so schön wie die ihrer Freunde seien. Kevin erklärte ihr, dass es daran lag, dass ihre Freunde Filter über ihre Fotos legten. Daraufhin kam ihr der entscheidende Einfall. Kevin sollte doch einfach genau diese Filter zu seiner App hinzufügen. Diese simple Idee sollte einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg von Instagram haben. Kevin erkannte, dass es bereits andere Filter-Apps gab, aber keine davon bot eine eigene Community, um diese Bilder zu teilen. Und es war nicht einfach, diese Bilder auf anderen Social-Media-Plattformen zu posten. Instagram würde dieses Problem lösen. Mit seiner Erfahrung in der Fotografie und dem Einsatz von Photoshop konnte Kevin eine Reihe von Filtern erstellen, die den Nutzern ermöglichten, ihre Fotos sofort professioneller aussehen zu lassen. Kevin und sein Partner arbeiteten unermüdlich an der App und veröffentlichten sie am 6. Oktober 2010. Aber selbst in Kevins wildesten Träumen konnte er nicht vorhersehen, was als nächstes passieren würde. Es gibt viele Unternehmensgeschichten, in denen es schwierig ist, das Interesse der Menschen zu wecken, wenn ein neues Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt kommt. Doch Instagrams Geschichte ist keine von diesen Geschichten. Die App wurde am ersten Tag ihrer Veröffentlichung im App Store von 25.000 Nutzern heruntergeladen und erreichte innerhalb eines Monats eine unglaubliche Zahl von 1 Million Nutzer. Die anfängliche Popularität wurde durch mehrere Faktoren verstärkt. Instagram war sehr einfach zu bedienen und ermöglichte es den Nutzern, ihre gefilterten Fotos auf anderen sozialen Medien wie Facebook und Twitter zu teilen. Jeder wollte, dass seine Fotos wie Kunstwerke aussahen und Instagram machte es einfach, beeindruckende Bilder zu erstellen. Auch das Timing hätte nicht besser sein können, denn das iPhone 4 kam mit einer neuen und verbesserten Kamera auf den Markt und jeder nutzte sein Smartphone nun häufiger. Die App war die beste mobile Fotografie-App, dank der Entscheidung des Gründers Kevin, sich auf Fotos zu konzentrieren. Außerdem zitierte Instagram Designer und Fotografen mit hohen Follower-Konten auf anderen Plattformen, um die richtige künstlerische Atmosphäre für die App zu schaffen. Instagram ging viral, aber die Server konnten die vielen neuen Nutzer nicht bewältigen. Kevin wurde immer gestresster, als Instagram immer wieder ausfiel, was sich verschlimmerte, als Prominente wie Justin Bieber beitraten. Denn jedes Mal, wenn er ein Foto postete, registrierten sich hunderte von neuen Teenie-Girls. Die große Anzahl von geposteten Fotos stellte auch andere Probleme dar, wie Moderation und Missbrauch. Das Instagram-Team erweiterte sich schließlich auf 13 Personen, aber auch das war angesichts der enormen Popularität der App eine extrem geringe Anzahl von Mitarbeitern. Kevin war als CEO einer schnell wachsenden App stets im Rampenlicht. Er genoss das Leben der Promis, doch seine Kenntnisse über die Promikultur waren eher begrenzt. Eines Tages wurde er auf einer Party von einer ihm unbekannten Frau angesprochen. Sie hatte Bedenken bezüglich der Sicherheit von Instagram für jüngere Zielgruppen. Dies war ein Problem, das immer mehr Menschen erkannten. Wir werden später in diesem Video noch genauer darauf eingehen. Kevin fragte nach dem Namen der unbekannten Frau. Daraufhin zeigte sie ihm ihr Instagram-Profil. Es war Ariana Grande. Auch konnten Instagram-Follower monetarisiert werden, indem sie für gesponserte Beiträge bezahlt wurden. Obwohl Instagram ursprünglich als kreativer Raum für Fotografie und Kunst konzipiert war, wurde es immer mehr zu einem Schaufenster für Marken, die Influencer dafür bezahlten, Bilder ihrer Produkte zu posten. Das Interessante dabei war, dass Instagram in den Anfangstagen keine Algorithmen verwendete, um zu bestimmen, was viral wurde. Das kleine Team von Instagram wählte Accounts und Beiträge aus, um sie zu fördern und hatte somit Kontrolle darüber, wer berühmt wurde und wer nicht. Die Ironie dabei war, dass Instagram in den ersten Jahren selbst kein Geld verdiente, da es noch kein Werbe- oder Monetarisierungsmodell hatte.
Trotzdem wurde die Plattform zu einem wichtigen Teil des sozialen Lebens von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Kevin wurde klar, dass er etwas ändern musste. Er konnte nicht zulassen, dass junge Menschen in Gefahr gerieten, nur weil sie auf Instagram waren. Ariana hatte ihn aufgerüttelt und er beschloss, sofort etwas zu unternehmen. Er wusste, dass es eine schwierige Aufgabe sein würde, aber er war bereit, alles zu geben, um Instagram sicherer und kreativer zu machen. Er begann, ein Team von Experten zusammenzustellen, die sich mit Sicherheitsfragen und Jugendschutz auskannten. Sie arbeiteten Tag und Nacht daran, die Plattform zu verbessern und die Gefahren für junge Menschen zu minimieren. Sie entwickelten neue Algorithmen, um sicherzustellen, dass gefährliche Inhalte nicht verbreitet wurden, und sie arbeiteten eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass Verstöße gegen das Gesetz sofort gemeldet wurden. Kevin war stolz auf das, was sein Team erreichte. Instagram wurde sicherer und kreativer als je zuvor. Die Menschen konnten sich wieder auf das konzentrieren, was Instagram einst groß gemacht hatte: Kreativität und Inspiration. Und das alles, weil eine berühmte Sängerin namens Ariana Grande Kevin auf die Bedenken bezüglich der Sicherheit von Instagram für jüngere Zielgruppen aufmerksam gemacht hatte. Doch obwohl Instagram zu einem der beliebtesten sozialen Netzwerke der Welt geworden war, sollten die Probleme für das Unternehmen erst noch beginnen. Und, als ob das nicht genug wäre, erhielt Kevin einen Anruf von einem ehemaligen Bekannten, der ernsthaft daran interessiert war, Instagram zu kaufen und damit alles zu verändern. Während Instagram zu Beginn kein Werbesystem hatte und auf Investorengeld angewiesen war, hat sich inzwischen viel verändert. Heute ist Werbung auf der Plattform unverzichtbar für Unternehmen und Influencer, um sich zu präsentieren. Doch damit einher geht auch eine wachsende Notwendigkeit für Privatsphäre und Sicherheit im Internet. Genau hier kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Als weltweit führender Anbieter in der Privatsphäre- und Sicherheitsbranche mit mehr als 38 Millionen Nutzern und dem am häufigsten auf Trustpilot empfohlenen VPN bietet dir CyberGhost eine einfache und sichere Lösung für den Schutz deiner Daten und deiner Privatsphäre im Netz. Das virtuelle private Netzwerk, VPN, verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Datenverkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel. So bist du vor Hackern und Datendieben geschützt. Darüber hinaus ermöglicht diese Software den uneingeschränkten Zugriff auf 40 plus beliebte Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und BBC iPlayer. Du kannst also jederzeit und überall auf deine Lieblingsinhalte zugreifen. Mit CyberGhost VPN kannst du deinen Online-Standort zum Beispiel auf Österreich wechseln und die Formel 1-Saison kostenlos auf dem österreichischen Kanal ORF verfolgen. Dieses VPN ist außerdem äußerst nutzerfreundlich und für alle wichtigen Plattformen verfügbar, darunter Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir das benutzen. Mit einem einzigen CyberGhost VPN-Abo kannst du bis zu 7 Endgeräte gleichzeitig schützen und deine Familie kann es ebenfalls nutzen. Das Beste kommt jedoch noch. Wir bieten unseren Zuschauern ein exklusives Sonderangebot mit 83% Rabatt auf das CyberGhost VPN. Das sind nur 2,03 € pro Monat und 4 Monate kostenlos kommen obendrauf. Du kannst dich ganz ohne Risiko registrieren, denn mit unserem Link bekommst du eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie und das Support-Team steht dir rund um die Uhr in 4 Sprachen zur Verfügung, darunter auch Deutsch. Also, schütze jetzt deine Privatsphäre und Sicherheit im Netz mit CyberGhost VPN und nutze unser Angebot, um zu sparen und dabei uneingeschränkten Zugriff auf deine Lieblingsinhalte zu haben. Klicke auf den Link in der Beschreibung und profitiere von diesem exklusiven Angebot. Als Mark Zuckerberg Kevin anrief und ihm anbot, Instagram zu kaufen, spürte er, wie sein Herz vor Aufregung schneller schlug. Die Worte des Facebook-Gründers brachten ihn direkt zum Punkt und ließen ihm keine Zeit zum Nachdenken. 1 Milliarde Dollar! Das war der Preis, den Zuckerberg für seine App zu zahlen bereit war. Kevin wusste, dass er es wollte, aber er musste vorsichtig sein.
Er wollte, dass Instagram unabhängig von Facebook blieb und er weiterhin das Sagen hatte. Es war ein riskanter Schritt, aber Kevin wusste, dass er es tun musste. Er dachte an all die Möglichkeiten, die sich ihm bieten würden, wenn er Teil des Facebook-Imperiums wäre. Sie könnten die Ressourcen nutzen, um Instagram zu verbessern und schneller zu wachsen. Doch Kevin wusste auch, dass Facebook nicht die beste Bilanz bei der Privatsphäre hatte und dass es einige geben würde, die den Deal kritisieren würden. Er musste nachdenken. Er nahm sich also erstmal 2 Wochen Urlaub. Die Mitarbeiter wussten nicht, was passieren würde und machten sich Sorgen. Als die 2 Wochen rum waren, verlängerte Kevin seinen Urlaub um noch eine Woche. Und dann die Überraschung für alle. Kevin nahm das Angebot an. Die Mitarbeiter wussten nicht, was das für ihre Zukunft bedeuten würde, aber sie waren bereit, das Risiko einzugehen und sich auf das Unbekannte einzulassen. Die Übernahme war ein großer Erfolg für Facebook, aber nicht jeder war davon begeistert. Viele User befürchteten, dass Facebook ihre Daten missbrauchen würde. Aber für Kevin und seine Mitarbeiter gab es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Sie wussten, dass sie unabhängig bleiben und weiterhin das tun würden, was sie am besten konnten: Instagram zu verbessern. Es gab also einen Grund zu feiern. Kevin lud das gesamte Team nach Las Vegas ein und sie feierten ausgelassen. Doch bald würden die Mitarbeiter von Instagram erkennen, dass der Deal nicht für alle von Vorteil war. Sie erhielten Angebote, um weiterhin für Instagram zu arbeiten, aber sie bekamen keine großen persönlichen Auszahlungen. Nur die Gründer Kevin und Mike profitierten von dem Verkauf. Die Mitarbeiter waren frustriert und sahen Kevin, wie er sich teure Autos und Uhren kaufte und all die Geschenke bekam, die mit dem Verkauf von Instagram einhergingen. Für Kevin begannen jedoch bald größere Probleme. Er würde lernen müssen, dass Erfolg und Reichtum nicht immer eine gute Kombination sind und dass er sich auf eine harte Probe gestellt sah. Instagram behauptet, dass es nun das Recht hat, deine Fotos ohne Zahlung oder Benachrichtigung zu verkaufen und es gibt keine Möglichkeit, sich abzumelden. Artikel wie dieser begannen nach dem Verkauf an Facebook aufzutauchen. Aufgrund einer Änderung in den Nutzungsbedingungen von Instagram begann sich der Hashtag #DeleteInstagram zu verbreiten und Instagram musste schnell zurückrudern und die Formulierung ändern. Aber Instagram stand vor viel größeren Problemen als diesen. Da Instagram von seinen Nutzern nicht verlangte, ihre echten Namen zu verwenden, war es viel einfacher, anonyme Konten zu erstellen. Somit wurden immer mehr Mobbing, Hass und sogar illegaler Inhalt gepostet, einschließlich einer Vielzahl von Betrügereien und in extremen Fällen rekrutierten Terroristen über Instagram und organisierten ihre Inhalte heimlich mit Hashtags. Auch Menschenhandel war dabei ein Thema. Menschenhandel ist eine grausame Realität, die viele Menschen in der Welt betrifft. Doch was viele nicht wissen: Ein Großteil des Menschenhandels findet mittlerweile online statt. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht von CBS News werden 30% aller Opfer im Internet geangelt, während 69% in sozialen Netzwerken gefangen werden. Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass ganze 59% des Online-Menschenhandels auf Facebook stattfinden. Instagram und Snapchat folgen als zweit- und dritthäufigste Plattformen. Und wer sind die Opfer? Unglaublich, aber wahr. 53% der Opfer sind Kinder. 44% sind Frauen. Sie werden oft zur Prostitution gezwungen, aber auch als Haushaltshilfen über Instagram und Co. verkauft. Die sozialen Medien sind nicht nur ein Ort, an dem rekrutiert wird, sondern auch ein Ort, an dem sich Menschenhändler vernetzen. Sie knüpfen Kontakte zu Interessenten und potenziellen Käufern und schließen Deals direkt über die Plattformen ab. Die Anonymität des World Wide Web macht es für Menschenhändler oft nicht mal mehr notwendig, sich persönlich mit ihren Opfern zu treffen. Ein Report aus dem Jahre 2018 zeigt, dass nur noch 58% der Opfer ihren Menschenhändler persönlich kennenlernten, während bei 42% die Straftat ausschließlich über das Internet stattfand. Wenn man eine Person zum ersten Mal Angesicht zu Angesicht trifft, kann man ihre Mimik und Gestik wahrnehmen und sie dadurch besser einschätzen. Oft schrillen bei einem persönlichen Kennenlernen die Alarmglocken und die Angeworbenen springen den Menschenhändlern ab. Wenn die Kommunikation allerdings ausschließlich über das Internet stattfindet, bleibt der große Unbekannte, der scheinbar so einfühlsam und verlässlich ist, zu schön, um wahr zu sein.
Wie gehen Menschenhändler auf den sozialen Plattformen konkret vor? Oft nutzen sie die vorhandenen Schwachstellen der Opfer aus, suchen beispielsweise gezielt nach jungen Mädchen, die ihre sehr privaten Sorgen und Probleme posten. Das zeigt den Tätern, dass sie eher labil sind und wahrscheinlich von ihrem Umfeld wenig Halt bekommen. Eine Studie der University of Toledo liefert konkrete Beispiele, mit welchen Posts sich Kinder und Jugendliche auf Social Media angreifbar machen und wie die Täter mit ihnen in Kontakt treten. Zum Beispiel posten manche Kinder und Jugendliche übermäßig viele persönliche Informationen über sich selbst, wie ihren Namen, Geburtstag, Schule und Wohnort. Diese Informationen können von Tätern genutzt werden, um Vertrauen aufzubauen oder sogar, um physischen Zugang zum Opfer zu bekommen. Ein weiteres Beispiel sind Posts über persönliche Probleme und Unsicherheiten. Täter können diese Informationen nutzen, um sich als Vertrauensperson zu präsentieren und das Opfer emotional abhängig zu machen. Oft bieten sie Hilfe und Unterstützung an, um das Opfer dazu zu bringen, ihnen zu vertrauen. Besonders besorgniserregend ist aber auch, dass der Online-Sexhandel auf Instagram, einer Plattform, die bei jungen Menschen sehr beliebt ist, zugenommen hat. Laut einem Bericht des National Center of Missing and Exploiting Children, NCMEC, ist Instagram mittlerweile die am häufigsten genutzte Social-Media-Plattform für den Online-Sexhandel. Das Problem ist so groß geworden, dass die Plattform regelmäßig von den Strafverfolgungsbehörden überwacht wird. Eine besorgniserregende Tatsache ist, dass viele Opfer minderjährig sind. Laut einem Bericht von Thorn, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz von Kindern im Internet einsetzt, waren von den untersuchten Instagram-Accounts, die für den Online-Sexhandel genutzt wurden, fast 50% mit Minderjährigen verbunden. Instagram hat Maßnahmen ergriffen, um den Online-Sexhandel auf seiner Plattform zu bekämpfen. Die Plattform hat eine spezielle Einheit eingerichtet, um potenzielle Opfer zu identifizieren und die Strafverfolgungsbehörden zu benachrichtigen. Es gibt auch eine Option für Benutzer, verdächtige Konten oder Aktivitäten zu melden. Trotz dieser Bemühungen bleibt der Online-Sexhandel auf Instagram ein wachsendes Problem. Es liegt also an uns allen, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden, um dazu beizutragen, dass diese abscheulichen Verbrechen gestoppt werden. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir junge Menschen über die Gefahren des Online-Sexhandels und die Bedeutung von Online-Sicherheit aufklären, um sie vor diesen Gefahren zu schützen. Auch tauchten unzählige Berichte auf über die negativen Auswirkungen von Instagram auf die psychische Gesundheit der Menschen, die eine klare Korrelation zwischen der Verwendung von Instagram und Angstzuständen und Depressionen zeigten. Aber dies verschlimmerte sich erheblich im Jahr 2021, als das Wall Street Journal bestätigte, dass Facebook seit Jahren wusste, dass Instagram vielen seiner Nutzer schadet. Sie haben diese Daten jedoch vor Gesetzgebern und der Öffentlichkeit versteckt. Auch sind interne Dokumente von Facebook und Instagram durchgesickert, sodass Unternehmen seine eigenen Forschungen betreiben und herausfinden musste, dass Instagram für einen beträchtlichen Prozentsatz seiner Nutzer, insbesondere von Teenager-Mädchen, toxisch ist. Das Unternehmen verschlimmert Körperbildprobleme bei einem von drei Teenager-Mädchen. Eine weitere interne Studie ergab, dass 13 britische Teenager mit Suizidgedanken diese auf die Verwendung von Instagram zurückführen konnten. All dies stammt aus der eigenen Forschung des Unternehmens und mehrere Whistleblower haben Instagram seitdem beschuldigt, astronomische Gewinne vor das Wohl der Menschen zu setzen. Einige der frühesten Mitarbeiter von Instagram waren auch depressiv geworden über die Kultur, die sich auf ihrer Plattform entwickelte. Sie beobachteten, wie einige Nutzer ihre Bilder mit Photoshop verbesserten, um besser auszusehen, oder Apps wie Facetune und Lightroom verwendeten, um das Weiß ihrer Zähne anzupassen oder sich dünner erscheinen zu lassen. Das erhöhte natürlich die Anforderungen an das, was als Instagram-würdig galt, und schuf noch mehr Vergleichsängste. Das gleiche gilt für Likes und Follower. Viele Menschen realisieren nicht, wie viele Benutzer Mitglieder von Bots sind, die einander mögen und folgen, um ihre Instagram-Statistiken aufzupumpen. Oder wie viele Konten buchstäblich gefälschte Follower und Likes haben. Wir können dir auch garantieren, dass viele große Instagram-Konten Anzeigen geschaltet haben, um ihre Profile zu bewerben.
was völlig in Ordnung ist, aber es lässt die Leute das Gefühl haben, dass sie mit ihren eigenen Statistiken und Popularität nicht mithalten können, da sie nicht sehen, was andere Leute hinter den Kulissen dafür getan haben. Die Royal Society for Public Health nannte Instagram die schlimmste App für die psychische Gesundheit von Jugendlichen. In ihrem Bericht heißt es, dass das ständige Sehen von Freunden im Urlaub oder bei Nachtaktivitäten jungen Menschen das Gefühl geben kann, dass sie etwas verpassen, während alle anderen das Leben genießen. Instagram war zu einem Highlight-Reel für das Leben der Menschen geworden, aber es zeigte nicht nur ihr reales Leben, sondern auch die Gestaltung eines öffentlichen Images. Die Menschen begannen Dinge nur für das Instagram-Foto zu tun. National Geographic schrieb zum Beispiel darüber, wie Instagram das Reisen veränderte. Es gab eine fotogene Klippe in Norwegen, die einen Anstieg von rund 8000% im Tourismus verzeichnete. Einfach, weil es ein großartiger Ort für ein Instagram-Foto war. Die Menschen stellten sich in die Schlange und ließen dort endlose Fotos machen, um die perfekte Pose und den perfekten Winkel zu bekommen. Dann gab es andere Vorfälle, wie ein Mondfeld, das von Menschen, die darauf traten, um Bilder für Instagram zu machen, zerstört wurde. Das Foto war wichtiger geworden als die eigentliche Erfahrung selbst. Und einige machten sogar gefährliche Fotos, wie zum Beispiel das Hängen an der Seite von Gebäuden, um mutigere Fotos zu bekommen, die viral gehen konnten. Eine Studie fand zwischen 2011 und 2017 heraus, dass es 259 Todesfälle bei Selfie-Versuchen gab. Es gab auch mehrere wirklich herzzerreißende Geschichten, wie die von der Molly Russell, die sich nach dem Anschauen von grafischem Material zu Selbstverletzung und Suizid auf Instagram das Leben nahm. Nach ihrem Tod entdeckte ihre Familie, dass ihr verstörende Beiträge über Angstzustände, Depressionen, Selbstverletzung und Suizid vorgeschlagen worden waren. Ihr Vater sagte, er glaube, Instagram habe seine Tochter getötet. Natürlich ist es wichtig anzuerkennen, dass Instagram eine kostenlose App ist. Niemand zwingt jemanden, sie zu benutzen, und die Leute können posten und folgen, wem sie wollen. Instagram hat auch Schritte unternommen, um einige dieser mentalen Gesundheitsprobleme anzugehen, wie zum Beispiel das Ausblenden der Anzahl der Likes auf den Fotos anderer Benutzer, um den wahrgenommenen Druck beim Posten und Vergleichen von Likes zu verringern. Aber bis 2018 gab es eine Person, die genug von Instagram hatte, und diese Person war der Mann, der es erschaffen hatte. Bevor wir nun zum nächsten Teil des Videos kommen, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Falls dir das Video bis jetzt gefällt und du mehr Minifilme und Dokumentationen wie diese sehen möchtest, wäre es toll, wenn du die Glocke aktivieren könntest. So wirst du über zukünftige Videos vom White Corner informiert. Wir wollen Licht ins Dunkel bringen. Unser Fokus liegt auf unternehmerischem Erfolg. Es lohnt sich nämlich, genauer zu betrachten, wie ein Unternehmen es so weit gebracht hat. Wir würden uns freuen, wenn du uns auf dieser Reise begleitest. Die meisten Instagram-Nutzer ahnten nicht, dass Facebook im Hintergrund die Fäden zog. In den Anfangsjahren ließ Zuckerberg Kevin und sein Team die App eigenständig führen. Aber die Ruhe sollte nicht von Dauer sein. Schon bald drängte Zuckerberg darauf, Instagram stärker in die Facebook-Welt zu integrieren, was zu Konflikten zwischen den beiden Gründern führte. Der erste Konflikt entzündete sich an der Anzahl der Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen, die Instagram an seine Benutzer senden sollte. Zuckerberg wollte mehr, Kevin war dagegen. Der zweite, noch größere Konflikt betraf die Werbung. Zuckerberg wollte das erfolgreiche Werbeanzeigensystem von Facebook in Instagram integrieren. Aber Kevin fürchtete um die Marke und die Benutzererfahrung von Instagram. Der Gipfel der Konflikte kam jedoch, als Zuckerberg begann, Instagram als Konkurrenten für Facebook zu betrachten. Zuckerberg fürchtete, dass Instagram zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dem Erfolg von seinem Baby, Facebook, schaden könnte. Die Spannungen zwischen Kevin und Mark stiegen, bis Kevin schließlich seinen Rücktritt ankündigte. Die Instagram-Mitarbeiter waren schockiert und konnten sich Instagram ohne seinen Schöpfer nicht vorstellen. Aber das Unternehmen musste weitermachen und wurde schließlich als Instagram from Facebook neu gebrandet. Seitdem hat die Integration von Instagram und Facebook zugenommen,
was zu einem Anstieg der Werbung und personalisierten Empfehlungen geführt hat. Trotz allem bleibt Instagram weiterhin erfolgreich. Nicht zuletzt dank des innovativen Story-Features, das von Snapchat kopiert wurde und es den Nutzern ermöglicht, Inhalte ohne Perfektionserwartungen zu posten. Während jeder eine unterschiedliche Ansicht darüber haben wird, ob Instagram gut für die Gesellschaft ist oder nicht, ist unbestreitbar, dass es eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist. Was als verwirrende App namens Bourbon begann, wurde zu einem enorm einflussreichen Teil des Lebens vieler Menschen. Es gibt eine klare Lehre daraus. Hört auf eure Nutzer und macht eine Kurskorrektur, wenn etwas nicht funktioniert, anstatt einfach blind weiterzumachen. Kevins Entscheidung, umzubenennen und sich darauf zu konzentrieren, eine Sache wirklich gut zu machen, war entscheidend für den frühen Erfolg der App. Heutzutage nutzt Kevin Instagram selbst nicht mehr viel. Es ist schon hunderte von Wochen her, seit er das letzte Mal etwas gepostet hat. Das bedeutet vielleicht, dass er zu derselben Erkenntnis gekommen ist wie viele von uns. Manchmal sind die besten Erfahrungen diejenigen, bei denen du die Kamera beiseite legst, dich voll und ganz auf den Moment einlässt und erkennst, dass du nie einen Filter gebraucht hast. Wir möchten noch einmal einen großen Dank an unseren Sponsor für heute aussprechen, CyberGhost VPN. Wenn du also auf der Suche nach einer zuverlässigen und sicheren Möglichkeit bist, um online zu surfen und auf geo-geblockte Inhalte zuzugreifen, dann ist CyberGhost VPN die perfekte Wahl für dich. Mit dem Link in unserer Videobeschreibung kannst du dich noch heute für einen unglaublichen Preis von nur 2,03 € im Monat anmelden und dabei von einer 45-tägigen Geld-zurück-Garantie profitieren. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.